Oh, da war ja was. Sekunde. Da muss ich mal eben wieder auf den Jagdboom gehen. Hier gab es nämlich gleich böse Überraschungen und so. Da kommt die erste. Oha. Das sah schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt hier der nächste auf. Na, komm, trau dich. Auch den haben wir. Eieiei. Zaubertrank des Volltreffers. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Nehmen wir auch erstmal alles mit. Knochenmehl, das packe ich auf jeden Fall erstmal ein. Das Gold packe ich ein. Jetzt muss ich langsam ein paar Sachen loswerden. Schriftrollen, guck mal, Rolle des Feuerballs. Zaubertränke, Bekleidung. Was können wir denn hier lassen? Ich würde sagen, ich lasse hier. Das passt schon mal ganz gut. Waffen, was können wir denn noch hier lassen? Waffen, Waffen, Wert 13, das lassen wir hier. Ich möchte nur die Pfeile auf jeden Fall immer wieder einpacken. Was war das jetzt? Achso, das war, da bin ich gerade gegengetreten. Die sie hier zu ihren Toten hinlegen, das ist ja. Fürchterlich, sage ich euch, fürchterlich. Noch einer, der aufs Maul will hier. Der sieht doch fast so aus. Ne, oder auch nicht. Schickes Zeichen. Wow! Eine Falle! Die habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Das war das schicke Zeichen da. Hat draufgetreten. Falle ausgelöst. Naja. Wir haben ja zum Glück etwas Heilung. Das heißt, wir werden dann mal eben jetzt hier. Ne, halt. Kann man zwei Waffen gleichzeitig jetzt durch die Gegend eiern? Jagdbogen! Gesundheit ist niedrig, das ist ja doof. Tab zurück, Tab. Objekte. Was haben wir denn? Zaubertränke. Kleine Heilung, jawohl. Kleine Heilung ist schon mal gar nicht so schlecht. Sau. Oha, dich hat's aber ganz schön erschlagen hier gerade. Winziger Seelenstein, Frostresistenz. Ah, das sieht sehr schön aus. Oh, was war das Ding wert? Sekunde. Ach, Wert 15. Naja, ist jetzt nicht so toll. Fünf, sagt er, oder lache. So, Ausdauer, Magika und meine Lebensenergie. Liegt denn noch irgendwas von Wert für uns? Nee, scheint nicht so. Der hat auch was Schickes dabei. 25. Ja, kann man mal sehen. Eisenpfeile, die muss ich auf jeden Fall einpacken. Was hat er denn hier noch so Schickes dabei? Nordpfeil, Nordbogen. Ja, den packen wir auch ein. Zwei Eisenpfeile kommen mit, das Gold kommt mit. Und was hat er hier noch? Eisenpfeile, Gold, Knochenmehl.
Dann sind Pendel. Steht jetzt hier noch irgendwo einer auf? Hier sieht aus, als würde er gleich aufstehen. Nee, doch nicht. Da werde ich immer ein- oder zweimal erwischt. So, dann wollen wir mal eben gucken, dass wir hier den Nordbogen jetzt mal benutzen. Die Nordpfeile werden wir benutzen. Die haben Schaden von 10, während die Eisenpfeile einen Schaden von 8 haben. Das sieht schon mal sehr gut aus. Was ist er denn hier? Achso, da kann man die mit abschalten. Das ist ja sehr schön. Noch einer auf die Schnauze hier? Ne, dann bleiben alle liegen. Der liegt auch. Alter, nur zwei Hände. Amulett von Akatosh. Magika regeneriert sich schneller. Nordpfeil, Gold. Ah, Magika ist jetzt nicht so meine Sache gerade. Der steht auch gleich auf der. Wusste ich doch. Der liegt. Da komme ich nicht durch. Heieiei, ist das aufregend hier. Meine Fern, das ist ja. Heieiei. So, den wollen wir auch mal hier eben plündern. Das ist das Loch, wo ich eben durchgeguckt habe. Ah, ja. Wie viel Platz habe ich jetzt? 304, okay. Neue Stufe. Ausdauer auf jeden Fall. Dann gehen wir in die Schießkunst. Überspannen ist natürlich auch eine schicke Sache. Adlerauge. 25 erfordert 30. Na, wir gehen hier weiter. 40% mehr Schaden mit den Bögen. Das ist auch sehr schön. Schön. Jetzt brauche ich nur noch zwei Schuss für so ein Vieh hier. Geht's denn hier hin? Ah, da kann man also durch. Das ist ja lustig. Durchsuchen Truhe. Amethyst, Gold, Eisenpanzerhandschuhe können wir auch mal mitnehmen. Können wir gleich mal gucken, dass wir die angelegt bekommen. Ja, das sieht auch gut aus. Kaiserliche Offiziershelm, das ist natürlich noch besser. Dann setzen wir den mal lieber auf, weil der hat 17 und der hat 19. Ja, doch, das lassen wir so. Dann müssen wir jetzt hier weiter, wie es aussieht. Die Anfangs-Dungeons sind ziemlich einfach, es gibt nur einen Weg. Vollschädel, den nehmen wir auch mit. Macht sich bestimmt gut als Deko oder so. Schimmelpilze, ich weiß es nicht.
Oh, was liegt hier? Hier ist anscheinend schon mal einer vorgedrungen. Hier ist eine Truhe. Oh, das packen wir alles ein. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, jetzt habe ich gerade gesagt, es gibt nur einen Weg. Und jetzt gibt es hier nämlich noch einen zweiten, nämlich den in den Tod. Da wollen wir mal nicht lang. Eieiei. Und liegt. Ist der hier von sich geschmissen? Alte Nordkriegsaxt. Scheint eine Frau gewesen zu sein. Hat schicke Haare. Wird das hier auch einsammeln hier? Nee, das kann man hier nur runtertreten. Als zweiten Weg gibt, sollte man immer mal einmal einen Blick riskieren. Da liegt nämlich meistens dann irgendwas. Durchsuchung Skelett. 7 Gold und kein Knochenmehl. Na, der ist abgebrochen, der Dietrich. Und da habe ich ihn auf. 15 Gold. Naja. War jetzt ja nun nicht so prall. Gold habe ich jetzt überhaupt? 841. Na, da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Bin ich denn nur gelandet hier? War ich hier nicht vorhin schon? Nee. Nee, nee. Nee, nee, das ist neu hier. Stillhalten hier, es ist ja, zappel doch nicht so rum, Junge. Drei Eisenfalle, 19 Gold, alles meins. Da ist nichts drinne. Eine Truhe. Huch. Ach, verdammt. Da muss was Dolleres drin sein. Aha. Stufenfortschritt, Level 3. Da können wir noch mehr machen. Fertigkeiten. Ja, auf jeden Fall. So, hier müssen wir wohl durch. Allerheiligstes, da müssen wir hin. Sehr schön, sehr schön. So, und ich glaube, an dieser Stelle werde ich jetzt noch eine kleine Pause wieder einlegen, weil ich den ganzen Kram jetzt nämlich noch schneiden gleich muss. Und sage deshalb dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. So, wir wollen mal gleich sehen, dass wir hier heute so ein bisschen weiterkommen. Ich muss noch mal einmal kurz hier gucken. Die goldene Klaue war das genau. Das Geheimnis sollen wir rausfinden. Naja, wollen wir mal gucken, was haben wir hier denn an Material schon dabei, 304 von 310. Wie viele Pfeile haben wir jetzt gerade hier? Lass mich mal eben gucken. Ja, noch 27 Eisenpfeile, da können wir noch ordentlich was mitmachen. Ach, jetzt haben wir hier wieder so ein Sonnengedöns hier. Ja, der hat auch zweimal erwischt. Das ist schon doof. Und wir deaktivieren mal eben.